Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Ja, soll ich denn jetzt auswandern und nach Venezuela gehen? Hast du Lust, Ja. alleine zu machen? Ich glaube nicht, du. Das macht ja wenig Sinn. Der Wahlgewinner, wenn er es denn war, ist ja gerade ins Exil gegangen nach Spanien. Ne? Ich finde schon honorisch von den Spaniern. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Ja. Unser Lieblingsthema, die Schuldenbremse, hat heute auch schon am Sonntag eine Rolle gespielt. Der Deutsche Richterbund hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie 910.000 Verfahren vor sich herschieben. Also deswegen zu wenig Personal. Da wird die Schuldenbremse ja auch noch zum Justizstau, zum Gerechtigkeitsstau. Das ist ja klasse, dass selbst die konservativen Juristen merken, was da gespielt wird. Also ich sage ja immer, die Konservativen merken die Dinge erst immer, wenn es 20 Jahre zu spät ist. Und Richter gehören ja auch eher zu den Konservativeren in Deutschland. Ja, das hätten sie vor 20 Jahren auch schon sagen können. Dass die Polizisten fehlen, sagt man schon seit 20 Jahren. Dass Lehrer fehlen, Hochschullehrer fehlen, Stellwerkbetreiber fehlen, Lokführer fehlen. Überall Alles fehlen konsumtive sie. Ausgaben. Alles konsumtive Ausgaben. Ja. Ja, und jetzt kommen die Richter auch noch. Ja. Am Schluss heißt es, die SPD ist schuld daran, dass sie vor 20 Jahren als Schröder abtreten musste, weil er versucht hat, die Massenarbeitslosigkeit ein bisschen zu begrenzen durch den Niedriglohnsektor. Kann man ja streiten, ob das in Ordnung war, die Ja, Form. ja, ja, ja. Ja, da ist die SPD dann schuld dran gewesen, dass keine Richterstellen Das eingerichtet werden. ist prinzipiell so, seit Bismarck ist die SPD immer schuld. Ja, deswegen hat Bismarck die ja 1871 und was schon alle eingesperrt. Ne? Also die waren schon immer schuld. Das Ja, wollen und wir jetzt mal Rudi festhalten. Carrell hat das dann vervollkommnet. Genau. Nein, es ist traurig, was sich da abspielt mit der Schuldenbremse. Entschuldige bitte jetzt keinen Kraftausdruck, den lasse ich dann weg. Aber diese Schäubles und diese schwarzen Nullen haben überhaupt nicht verstanden, dass ein Staatshaushalt kein normaler Haushalt ist, sondern eben ein Staatshaushalt. Und ein Staatshaushalt kannst du nicht, einen Staat kannst du nicht führen wie Klein Lieschen ihren Familienbetrieb. Das geht Ja, betrieblich also einfach ein nicht. Haushalt ist keine Unternehmensbilanz. Ja, genau. Genau, das geht einfach so nicht. Und da muss man schon anders mit umgehen. Ja. Und ich finde es klasse, wenn die Richter das jetzt auch mal verstanden haben. Das ist schon ein Lob wert. Und bei Also. Richtern und bei diesen Institutionen, Rudi, wenn ich dir das sagen darf, aber wahrscheinlich weißt du das eigentlich eh als Gewerkschafter, alles, was hinten mit Bund endet oder Union endet, das sind ja alles Vorfeldorganisationen der CDU. Und wenn die jetzt schon merken, dass die personelle Ausstattung nicht reicht, dann muss man ja von einem erheblichen Bewusstseinsgewinn oder Erweiterung ausgehen. Das ist schon bemerkenswert. Ja, ich frage mich nur, warum die Richter jetzt gerade aus dem Moostopf kommen. Ja, Moostopf, das ist der. Waren alle im Moos. Die waren ja froh, dass sie Arbeit hatten und zwar genügend Arbeit und dass gar kein Leerlauf da ist. Keine Gefahr für sie und jetzt kommen sie plötzlich. Ich habe so das Gefühl, sie wollen auf diesen Zug aufspringen, bevor das mit der Schuldenbremse vorbei ist, ja, bevor sie reformiert ist. Sie wollen auch mal vorher noch kurz was gesagt haben. Genau, und da sind wir auch schon fast wieder bei dem Thema Bundesregierung. Da haben wir uns ja gestern schon mal drüber unterhalten. Da gibt es ja diese Spezialisten, die permanent von der Ampel reden. Da haben wir heute Ich schon was. rede nicht mehr von der Ampel. Nö, ich auch nicht. Ich finde, die Bundesregierung macht einen guten Job. Und die, die da von Ampel reden, haben das kreiert, um Bashing zu betreiben. Bashing gegen die Grünen, Bashing Das gegen ist die FDP. Stigmatisierung, das ist eine Stigmatisierung. Das ist eine echte Stigmatisierung, das brauchen wir nicht, das ist wirklich Unfug und dient wirklich nur dazu, medial darzustellen, dass das nichts taugt, was die Bundesregierung macht und zu vermeiden zu sagen, Bundesregierung, weil die eben regieren, weil sie eben demokratisch gewählt sind, dann macht man da mal schnell eine Ampel draus und auf eine Ampel kann man rumhauen, das ist ja nur ein Ding, was Rot, Gelb, Grün anzeigt.
Nein, die machen eine sehr gute Politik, und auch wenn Döpfner meint, das wäre anders, das ist kein Qualitätsjournalismus, das ist einfach nur Hetze. Ja. Wäre schön, wenn irgendein Qualitätsjournalist jetzt mal hier reingehört hätte bei uns, weil vielleicht könnte das ja irgendwelche Überlegungen in Gang setzen, was sie mit solcher Art auf die Schiene setzen in eine bestimmte Richtung. Und China ist ja immer nur in eine Richtung. Ja. Selten gibt es da Weichen, ja, und die müsste jemand stellen. Ja. Tut aber keine. Also der Weg ist vorgezeichnet, das Ende dieser Schiene ist da hinten und das heißt, die Koalition wird es nicht durchhalten. Ja, irgend sowas oder darf es nicht durchhalten, Ja. weil da ist ja so viel im Argen und ja, prinzipiell Ja, ist das ja wohl richtig, die ja. das ist wirklich ein gezieltes Bashing der Bundesregierung. Da versucht man, das Schlimme ist ja, dass diejenigen, die an der Regierung beteiligt sind, selbst in diesen Ja. Sprachgebrauch einschlagen und sich selber so sehen. Und das tut der Sache nicht gut. Da müssen die auch selber mal ein bisschen mehr auf ihre Wortwahl achten. Ja, wenn eine Bärbel Baas oder wie die Dame heißt, dann von der Ampel redet, dann frage ich mich auch immer, was das für einen tieferen Sinn hat. Wenn man da auf diesen journalistischen Kampfbegriff auch noch eingeht, dann hat man auch irgendwo die Zeichen der Zeit, glaube ich, nicht verstanden. Aber egal, nicht mein Problem. Ich will nicht gewählt werden, ich muss nicht regieren. Und die Bärbel Baas ist die zweite Frau im Lande nach dem Bundespräsidenten, ne? Ja. Also ich Die finde das. hat eigentlich eine Aufgabe zu erfüllen, eine Staatstragende. Also die muss mit Worten vorsichtiger sein als jeder andere. Finde ich auch. Das finde ich auch. Du, ich Also glaube. von Steinmeier habe ich nicht gehört, dass er Ampel gesagt hat. Oder irre ich mich da? Vielleicht weiß ja jemand von denen, die jetzt uns zuhören und gibt mir ein paar Zitate, aber es ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Ja, es wäre eh spannend, von euch zu hören, was ihr von diesem Begriff haltet. Also die Verwendung von Ampel als Bashing-Begriff, haben wir da recht oder liegen wir da voll daneben? Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare reinschreiben.